Rüdiger, der ist nämlich auch ein Musiker. Ein Begnadeter natürlich. Und der spielt ab und zu mal ein Couplet, so ein altes Lied. So nennt man Couplet, glaube ich, so aus Singspielen und so. Hast du uns heute auch was mitgebracht? Ja, und zwar, wir haben ja gerade von Rudi erfahren, er ist Solo und ja, das kann ich auch von mir behaupten. Und ich habe immer gehofft, dass... Zu Recht. Genau. Und ich hoffe ja, seit 3 Jahren, in denen ich jetzt schon, also dankenswerterweise, bei der Open Stage mitwirken darf, als Organist und als Musiker im... Applaus! Vielen Dank. Ihr seid ein tolles Publikum heute. Gut, also ich hoffe ja immer, dass seit den 3 Jahren, in denen ich jetzt eben schon hier da mitwirken darf, mir irgendwann eine Dame mal hier ihren BH nach oben wirft. Aber das hat sich leider noch nicht, dieser Fall ist leider noch nicht eingetreten. Und oh, das ist aber schön. Und wie gesagt, also ich bin immer noch seit 3 Jahren Solo und es ist so, jeder sehnt sich ja so nach ein bisschen Zweisamkeit und da denkt man eben, wie schön, wie praktisch wäre es doch, wenn man einfach in einen Laden gehen könnte und sich eine Frau nach Maß bestellen könnte. Und da gibt es von Budi Bulan ein schönes Lied, der ist Schlagersänger gewesen in den 50er Jahren und ja, dieses Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, haben Sie nicht eine Frau für mich? Ich werde es mal vortragen. Ja, aber heute ist Fasching, gell? Wisst ihr alle. Und deswegen ziehst du die dabei das mal an, ja? Ja, Andreas. Gut, okay. Dann bitte jetzt gleich das Lied von Rüdiger Frank. Haben Sie nicht eine Frau oder so? Eine Frau für mich, genau. Applaus. Nein, nein. So einsam und so viel alleine. Ich such eine Freundin und ich finde keine. Wie ich's auch versuchte, immer ging's daneben. Das ist doch kein Leben für einen Mann wie mich. Darum wend ich mich an Sie, weil Sie mir so sympathisch sind. Können Sie mir denn nicht sagen, wie ich eine find? Haben Sie nicht eine Frau für mich? Ja, 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 wir haben verschiedene Stars. Eine, die mir gefällt, mit einem großen Haufen Geld. Ja, 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 das haben wir alles da. Sie muss schick sein, ja, 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 nicht zu dick sein, ja, ja, ja. Mit viel Zaster, ja, 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 keine Laster, nein, nein, nein. Schön solide, ja, 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 nicht zu müde, ja, ja, ja. Kurz und klein, sie muss ein Engel sein. Haben Sie nicht eine Braut für mich? Haben Sie nicht eine Frau für mich? Haben Sie nicht eine Braut für mich? Ich ging zum Vermittler, klopfte an bescheiden, legte gleich 3 Marken, war nicht zu vermeiden. Er zeigt mir ein Album mit sehr vielen Bildern, Freunde, nichts zu schildern, was ich darin sah. Große, kleine, dicke, dünne, alte, junge, alles drin. Aber keine konnte ich finden, die nach meinem Sinn. Haben Sie nicht eine Braut für mich? Ja, 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 wir haben verschiedene Namen. Eine, die mir gefällt, mit einem großen Haufen Geld. Ja, 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 das haben wir alles da. Sie muss schick sein, nicht zu dick sein. Mit viel Zaster, keine Laster, schön solide, nicht zu müde, kurz und klein, sie muss ein Engel sein. Haben Sie